Willkommen zurück zu einem neuen Part von Anno 1800. Im letzten Part haben wir ja unsere Herstellung hier verlegt, und zwar auf diese Seite. Weil wir ja mehr Produktionsgebäude hier gebraucht haben und hier der Platz einfach uns ausgegangen ist. So, und wir brauchen mehr von diesem Quarzzeugs, ne? Ich musste mich vorhin leider nochmal von vorne aufnehmen. Ich musste das leider nochmal sozusagen resetten. So. Ich hatte nämlich leider... Nee. Ach, egal. Ich hatte nämlich angefangen aufzunehmen und dann kam gerade jemand rein. Rein und ich musste deswegen auf Pause drücken, aber statt Pause habe ich die Aufnahme beendet und das war dann ein bisschen blöd und ich wollte nicht dann, dass man sieht halt, dass ich Pause gemacht habe. Das sieht so doof aus dann im Video, deswegen habe ich nochmal von vorne angefangen. War aber nicht schlimm, war wie so am Anfang. So, ich würde jetzt tatsächlich, also jetzt haben wir ja mehr davon gebaut. Ich hoffe, dass das jetzt hier besser klappt mit denen. Mal auch wieder auf schnell. So, und dann würde ich jetzt hier hin, dass wir hoffentlich unsere Brillen mal langsam bekommen, ne? Die Brillen sind ja hier, da müssen wir dahin. Das ist ja nicht besonders weit. Ich glaube, da reichen schon so. Diese anderen Schiffe reichen dann schon aus, wenn wir die bauen. Ne, die hier. Oder die. Das sind, glaube ich, gleich schnell, ne? Navigation 20, 20. 10. Ach so, Expeditionsbonus ist das. Kann man hier auch irgendwie die... Steht leider nicht. Ah. Schon wieder kein Holz. Kann das sein, dass sich hier Holz gar nicht mehr herstellt, sondern auf einer anderen Insel? Bestimmt, ne? Deswegen ist das die ganze Zeit leer. Aber ich brauche doch jetzt Schiffe. Was mache ich denn jetzt? Müssen wir das hier mal eben wieder ausmachen. So, 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 so. Nehmen. Dann warten wir mal eben kurz, dass wir hier Holz wieder bekommen und dann können wir welche bauen. Damit wir unsere Brillen hier rüber schaffen können, ne? Das ist geil. Das ist doch cool hier. Schaut euch doch mal das an hier. Sieht die Stadt schön aus. Kann hier aber noch viel aufsteigen lassen. So, wo waren wir denn jetzt gerade? Hier, ne? Die Brillen. Ja, die sind gerade in der Herstellung. Wir leider ein bisschen warten, dass wir unsere Schiffe holen können. Capcioloni. Ach, da sind schon. Zwei Stück. Ja, zwei müssten eigentlich reichen. Ja. Zurück. Wir hoffen, dass die schnell gebaut sind. Wie sieht es denn hier mit diesen Lampen aus? Oh, da haben wir mehr als genug. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das schon ausreicht. Dann haben wir gleich die Brillen, haben wir auf jeden Fall gleich voll. Dann müssen wir noch die Kaffee brauchen wir dann nur noch. Yes. Gucken wir mal eben in der... Nee, ich wollte zur neuen Welt. Wo können wir denn einen Kaffee herbekommen? Hier schon mal nicht. Hier stellen wir schon genug Kaffee her für eine andere Insel. Hier auch. Hier geht's nicht. Ich glaube, jetzt werde ich doch ein bisschen müde.
Aber ist auch schon der vierte Part, den ich jetzt heute aufnehme. Wobei ich muss auch sagen, die sind ja jetzt etwas kürzer als vorher. Aber ich wollte so gerne mal wieder aufnehmen. Aber ich bin heute auch relativ gut drauf. Gut, ein bisschen müde bin ich jetzt auch. Aber die letzten Wochen waren viel schlimmer, also. Weil das Blöde ist, wenn ich nämlich auf der Arbeit fertig bin, dann ist es schon so spät, also das ist dann immer so nachmittags. So um 16.30 Uhr ungefähr bin ich immer zu Hause und dann ist ja auch zur Zeit das Wetter so blöd. Das ist ja immer so grau und am Regnen und dann so kalt. Da wird man, finde ich, wie so müde. Na, also ich werde da immer müde bei so einem Wetter. Ich glaube, ich würde dann hier den Kaffee anbauen. Müssten wir dann extra nochmal eine Stadt aufbauen hier, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Kümmern wir uns erstmal darum, dass die Brillen hier ankommen. Handelsroute von hier nach hier. Wo sind denn die schönen Brillen? Wo haben wir sie denn? Da. Zack, zack. So, und dann das und das. Fertig. Komm, die machen wir erstmal aus. Was ist denn jetzt los? Hallo? Was ist denn jetzt los? Wie, ist jetzt ehrlich der Akku leer von der Maus? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Egal. So, einen Moment, Leute. Ich muss hier eben... Das ist halt der Nachteil bei einer Funkmaus, ne? Ne, die kein... So, jetzt funktioniert es wieder. Also meine Funkmaus kann man zum Glück auch noch per Kabel anschließen. Ich habe von Rocket die Leader, wird das Leader ausgesprochen, habe ich mir damals gekauft. Ich bin eigentlich auch sehr, 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 sehr zufrieden mit der. Also ich muss wirklich sagen, das erste Mal, dass ich eine Maus so gut finde. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich so viel Geld für eine Maus ausgegeben habe. Muss ich auch dazu sagen. Aber ich liebe sie wirklich. Ich finde es nur schade, dass Rocket keine neue mehr rausgebracht hat. Geschweige denn, ich glaube, die alte, ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch zu kaufen gibt. Finde ich nur ein bisschen schade, weil an sich finde ich die nämlich richtig toll. Ich meine, gut, für Shooter ist das jetzt nicht geeignet, ne? Da müsste man schon Kabel anschließen. Aber sonst, also finde ich es echt geil. Genauso wie meine Rocket-Tastatur. Aber kostet halt auch was, ne? Wenn man das Geld nicht hat, dann kann man sich das natürlich auch nicht kaufen. Ich habe früher niemals so Wert darauf gelegt, auf solche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir mal so eine Maus gekauft für 7, 8 Euro und so. Das ist eher so der Zwangkauf, ne? Wenn man andere Leute, Freunde und so, sich dann irgendwie solche Dinger holt, dann denkst du dir, ja, irgendwann müsstest du dir eigentlich auch mal eine neue Maus kaufen. Dann denkst du so drüber nach, vielleicht dann irgendwie eine bessere, ne? Und dann kauft man halt so ein teures Ding. Ohne es wirklich zu überdenken. Also empfehlen würde ich die auf jeden Fall. Das steht fest für mich.
Also ich will gar keine andere Maus oder gar keine andere Tastatur mehr haben. Bin so zufrieden damit. Okay. Jetzt werde ich wirklich langsam müde. Aber es ist auch mega kalt hier im Zimmer. Ach, die Schiffe sind noch gar nicht da wahrscheinlich, ne? Deswegen kriegen die noch gar nichts. Okay, als nächstes wäre ja dann Kaffee dran. Da müssten wir auf jeden Fall jetzt nach Captain Ronnie und dann hier ein Schiffchen bauen. Dann würde ich mit dem Schiff in die neue Welt segeln und dann würde ich da die nächste Stadt aufbauen. Für unseren Kaffee, ne? Den wir da brauchen. Ach, wir müssen uns unbedingt hier um das Gold kümmern, da. Ach, Gold, um das Schmuck, meine ich. Wir müssen uns unbedingt drum kümmern, das ist ja schon ganze Zeit so, dass das immer leer ist. Also, das würde ich jetzt nochmal eben anmachen. Damit das nochmal nachgefüllt wird. Capitolani, wie sieht's denn da aus? Oh, 428 haben wir hier wieder. Ich frage mich immer noch, wie es manche schaffen auf Capitolani, dass wirklich die hier alle auch noch so Investoren sind und so. Ich frage mich echt, wie das andere schaffen. Weil guck mal, ich bin jetzt erst, ich habe erst so wenig und ich habe jetzt schon Probleme. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe natürlich auch viele andere Städte noch, ne? Ne, die recht weit sind, deswegen wahrscheinlich liegt es daran. Vielleicht bauen die dann einfach nur auf Capitolani eine Stadt. Ne, und keine weiteren Städte, das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung, was die genau anstellen. Naja. Hauptsache, man hat Spaß. Das ist die Hauptsache. Ich muss auch sagen, diese Insel, die finde ich auch echt schick. Vor allem hier mit diesem breiten Platz, ne? Hier, finde ich, sieht sehr schön aus. Und da ist ein Marktplatz da drin. Hat schon was. Oh, was ist denn da los hier? Stau. Haben die denn jetzt endlich hier ihre... Ja, ihre Brillen haben sie. Hammer. Fehlt ja jetzt noch der Kaffee. Dann haben wir das da komplett. Dann können wir da nämlich auch Investoren haben. Endlich. Darauf haben wir ja hinausgearbeitet. Ich will mir auch unbedingt einen neuen Bildschirm kaufen. Also ich muss auch sagen, ich brauche echt unbedingt einen neuen. Ich hatte das Gefühl, dass der bald kaputt geht irgendwie. Weil der braucht immer so lange, bis die Farben so stärker sind irgendwie. Der ist immer so dunkel am Anfang. Ich muss dazu sagen, dass mein Bildschirm, also den Computerbildschirm, den ich jetzt habe, der ist jetzt glaube ich schon 12 Jahre alt. Warte mal, ich muss mal eben krass rechnen. Nee, weniger. 10 Jahre, glaube ich. 10 Jahre alt könnte der sein. Den damals bei Saturn gekauft. Ne? Der hat damals 250 Euro gekostet. Das war damals richtig viel Geld, ne? Aber der hat dafür, der hat auch schon Lautsprecher mit drin. Das ist halt eine Mischung aus TV und Monitor von Philips. Und da, deswegen war er damals halt auch so teuer. Weil er beides hat ohne Fernbedienung. Aber zum Beispiel die Lautsprecher, die sind mega furchtbar. Also, oh, nee. Die gehen gar nicht wirklich. Also, wenn ihr das hören würdet, wie der sich anhört, wenn ich die, wenn ich meine Soundboxen nicht angeschlossen habe. Oh, nee, geht gar nicht. Also, der Sound, der ist so schlecht. War vor allem von Anfang an so, dass ich vom Sound überhaupt nicht begeistert war. Da war ich überhaupt nicht zufrieden mit. Vom Bild damals war der echt mega, muss ich ehrlich sagen. Also,
Bildqualität ist mega. Auch jetzt an 1800 zum Beispiel sieht eigentlich recht gut darauf aus. Aber ein Kumpel von mir zum Beispiel hat von Dell einen und der ist echt mega. Oh, da erkenne ich erstmal den Unterschied. Und vor allem möchte ich mir auch zwei holen. Ne? Ich will mir zwei holen, damit ich zum Beispiel beim Let's Play, dass ich halt immer nebenbei auch das Programm sehen kann. Das wäre für mich zum Beispiel total cool. Das wäre für mich auf jeden Fall so ein Wunschtraum, den ich habe. Ne? Ich warte auch momentan, weil ich glaube, ja, diesen Monat meine ich. November nächsten Monat kommen neue Dell-Monitore auf den Markt. Drei Stück. Und ich habe mir da jetzt einen ausgesucht. Ich glaube, 27 Zoll hat der. Und den finde ich ganz cool. Ich glaube, den würde ich mir glatt kaufen dann. Ne? Da müsste ich noch gucken, wegen dem zweiten. Würde ich auch am liebsten halt von Dell nehmen. Und vor allem, dass die halt auch gleich aussehen. Muss jetzt nicht genauso viel, gleich viel Power haben, aber halt, dass die zusammenpassen. Man könnte natürlich auch einen richtig teuren holen, ne, nur zum Zocken und den anderen dann halt nur zum, ihr wisst schon, halt nur um die Programme anzuzeigen. Das würde eigentlich theoretisch ausreichen. Ich könnte mir zum Beispiel einen richtig guten holen und dann könnte ich den ich jetzt habe, dafür benutzen, ne, um die Sachen anzuzeigen. Als zweiten Bildschirm. Könnte ich auch machen. Vielleicht würde ich das am Anfang auch sogar so machen, um Geld zu sparen. Aber sieht halt geiler aus, wenn die beiden gleich sind, ne? Es gibt ja auch jetzt diese riesen Monitore, ne? Die das so 37 Zoll oder sowas haben. Die dann so kurvig sind. Die finde ich ja auch total abgefahren. Aber das Problem ist, irgendwie stehe ich auf dieses kurvige nicht. Ich mag das irgendwie nicht, weiß auch nicht. Mir gefällt das irgendwie nicht. Diese kurvigen. Vor allem, die sind ja richtig schweineteuer, ey. Bezahlst du schon so einen Tausender, ne? Ich glaube, sogar mehr kosten die. Wenn du davon richtig gut haben willst. Ich hatte zum Beispiel jetzt auf Dell zwei Stück. Da war so ein richtig gutes Angebot. Ich glaube, zwei Stück hätten insgesamt, ich glaube, 800 gekostet oder so. Da war dann ein Gutschein mit bei und sowas alles. Dann hätte ich am Ende, glaube ich, noch um die 600 bezahlt. Was ich ja voll okay finde. Das war auch mit 240 Hertz und sowas. Ne? Also, sie waren richtig gut. Dann habe ich aber erfahren, dass halt Dell neu rausbringt. Und dann dachte ich, ach nee, hol's lieber doch nicht. Wartest lieber noch. Ne? Weil es immer blöd ist, wenn man dann was kauft, sich drüber freut und dann kurze Zeit später kommt auf einmal wieder Neues. Das ist dann immer so ein leichter Dämpfer, finde ich, ne? Wenn das so ist. Da ärgert man sich ja doch schon irgendwie. Vielleicht bereut man das nicht, dass das Gerät so. Vielleicht ist man auch mit dem Gerät zufrieden, aber dann denkt man immer, wie das andere wohl ist. Man will ja auch irgendwie das Neueste vom Neuesten haben. Ne? Wobei, das Neueste hat man eigentlich eh nie. Vor allem in Deutschland nicht. Wir brauchen ja hier mal ein bisschen länger. So, das Schiff ist doch jetzt bestimmt schon fertig, ne? Ja, da ist es. So. Dann machen wir das hier eben fertig. Oh. Das reicht aber nicht. Beton. Fenster. Dann hole ich halt hier den Rest. Ja. Ist halt so eine Sache. Das Lustige ist vor allem, ich habe hier Lautsprecher stehen. Also die sind mit Sicherheit schon 15 Jahre alt. Die sind echt wirklich uralt. Das Witzige ist auch, dass teilweise manchmal, also zum Beispiel es gab eine Zeit lang, da hat immer nur einer wieder funktioniert. Dann ging der andere wieder, dann wieder nicht. Also es war total komisch, der ging. Dann dachte ich immer, du musst die unbedingt neue kaufen. Ich glaube, die gehen jetzt auch kaputt und so. Und dann habe ich irgendwie, dann ging auf einmal wieder, dann habe ich mir doch keinen gekauft. Und seit Ewigkeiten funktionieren beide wieder. Also das ist wirklich so eine Sache, die ich immer aufschiebe, neue Lautsprecher zu kaufen, weil die halt noch funktionieren, wo ich dann halt Geld sparen kann. Aber lustig ist das schon, wenn man überlegt, wie alt die jetzt schon sind.
Das ist echt heftig. Vor allem, ich habe hier voll den Gaming-PC für, ich sag mal nicht den Preis, ich glaube, den habe ich schon mal gesagt. Und irgendwie schäme ich mich ein bisschen dafür. Und dann habe ich so Lautsprecher, ich glaube, die haben damals nur 15 € oder so gekostet und die sind schon ein paar Mal kaputt gegangen und dann waren sie wieder auf einmal wieder heile. Das ist schon lustig, oder? Wollen einfach nicht aufgeben. Ich glaube, die wollen nicht ersetzt werden. Ach, was mache ich denn da in die neue Welt, wollte ich. Ja. Aber ich glaube, als nächstes würde ich mir eher einen neuen Computerbildschirm kaufen. Das ist viel wichtiger. Weil ich habe momentan so viel, was ich dieses Jahr neu kaufen möchte. Größere Sachen, vor allem so Kleiderschrank und so, muss ich mir einen neuen kaufen. Da sind die Sachen halt wichtiger. Pass auf, jetzt wo ich das alles gesagt habe, geht mir Bildschirm kaputt. Das wäre jetzt echt der Kracher, oder? Feierlichkeiten Ich sind hätte echt sagen sollen. Aber ich habe schon oft gedacht, dass er kaputt geht. Und der ist nie kaputt gegangen. Also, vielleicht ist das ja so wie mit den Lautsprechern. Na, dass er auch nicht aufgeben will. Und der hat auch echt viel durchgemacht. Ich muss auch sagen, ich wäre gar nicht mehr so sauer, wenn der kaputt gehen würde. Weil der hat echt viel durchgemacht. Der ist schon so alt. Und wenn man ja auch jünger ist, dann geht man ja auch nicht mehr so gut mit den Sachen um. Das muss man ja auch sagen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich immer relativ gut mit meinen Sachen schon immer umgegangen. Aber es passiert halt schnell, wenn man jünger ist, dass man die vielleicht mal an der Seite stellt. Dann kippt der runter, dann ist vielleicht ein Kratzer drin und solche Sachen. Ja. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass das Schiff hier ankommt, damit ich eben die Insel einnehmen kann. Aber das dauert so lang. Also wenn ich das so sehe, Die Feierlichkeiten sind sieht beendet. das Bild einfach nur bombastisch aus. Leider weiß ich gar nicht, welche Auflösung das ist. Ich würde schätzen, vielleicht Full HD. Würde ich mal denken. Zumindest sieht das so aus. Gibt ja echt Schlimmeres. Mich mal interessieren, was ihr so noch für eine Technik zu Hause stehen habt. Wobei, ich sag mal so, Kack auf die Technik, solange man damit Spaß hat, ne? Das ist ja die Hauptsache. Es gibt ja viele Leute, die haben total hässlichen PC oder total schrottigen PC und trotzdem können die daran noch gut spielen. Und ich meine, solange das Aussehen spielt ja eigentlich an sich keine Rolle, ne? Solange alles funktioniert und man Spaß damit hat, sollte man es genießen. Ne? Es gibt ja wirklich Schlimmeres. Kinder, nämlich jemand, der schon ganze Zeit sich einen neuen Computer kaufen möchte, obwohl der, den er hat, eigentlich voll gut ist. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt unbedingt einen neuen kaufen möchte. Ne? Aber irgendwie kann ich ihn schon verstehen, weil er hatte nämlich auch schon ein paar Probleme damit. Ne? Also ich muss wirklich sagen, mein vorigen PC, der geht auch noch, den benutze ich ab und an auch noch. Aber der war halt extrem langsam nach der Zeit und Spiele drauf spielen konnte ich so gut wie gar nicht mehr. Also das Einzige, glaube ich, was noch drauf funktioniert, sind die alten Commander Conquer Teile, die ganz alten Anno Teile und was war das noch? Minecraft, glaube ich, funktioniert auch noch drauf, ja. Weil da nämlich eine Intel i3 drin ist. Schon eine viel ältere Generation. So Anno 1800, Cities Skylines, kann ich da niemals drauf spielen. Und das war für mich dann halt schon ein Hauptgrund, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Vor allem Gaming-Computer und selbst zusammenbauen. War für mich dann schon ein Traum. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Nicht schon wieder. Mensch, wo ist denn das Schiff hier? Kann doch nicht so lange brauchen. Entschuldigung. Nee, sag bloß, ich habe das jetzt nicht losgeschickt, ey. Oh, das darf schon nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte das losgeschickt. Egal. Jetzt warten wir auf jeden Fall nicht mehr. Okay, Leute. Das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Sind beendet. Tschüss.